Jo Leute, willkommen wieder zurück zu Hyrule Warriors Legends auf der Karte des großen weiten Meeres, wo ich mir in dieser Schlacht den Stufe 2 Zauberstab für Link holen werde. Und ich habe mir offscreen noch ein paar Dekoblätter besorgt, jetzt habe ich 3 Stück davon, weil auch die braucht man hier relativ häufig, um Belohnungen freizuschalten, neben den Bergungsarmen und den Puppelfrüchten, braucht man auch Dekoblätter sehr häufig, auch wenn ich hier wieder einen Bergungsarm sogar bekomme. Und sogar einen Feengefährten, wenn ich den finde, und Feenahrung. Aber ich kann im Moment leider nur maximal 4 Feengefährten haben. Und das tue ich auch im Moment. Das heißt, ich müsste dann theoretisch einen anderen weggeben. Und ich glaube kaum, dass ich das wirklich machen werde. Na egal. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Mit uneinnehmbar. Klingt ja sehr... Naja... Klingt irgendwie so, als könnte man es gar nicht schaffen, aber das werde ich trotzdem. Also los! So, und wir können hier tatsächlich zu dritt sein. Das ist sehr interessant. Nun gut, dann werde ich das so machen. Ich habe es ja eh schon gesagt, ich möchte ganz gerne Link trotzdem mit dem Masterschwert verwenden, weil das einfach stärker ist. Auch wenn jetzt das Feuerelement empfohlen ist, ich nehme trotzdem das Masterschwert. Weil das erstens wesentlich mehr Schaden macht als so ein Stufe 1 Zauberstab und komme ich auch besser mit klar. Aber wenn es schon um Feuer gehen soll, kann ich ja trotzdem Volga noch mitnehmen. Mit seinem Drachenbein mit 5 Sternen und meinetwegen auch noch Linkel oder Darunia. Wie wär's mit Darunia? Der ist auch schon feurig mit seinem Hammer. Gut, und ich nehme trotz alledem meine Finsternisfee. Und los. Also gut, schauen wir mal. 2 Festungen haben hier eine Finsternisbarriere. Kann aber auch 2 Finsternisfeen bekommen. Und das Schlachtfeld selber. Also ich bin jetzt hier mit Link, Volga und Darunia. Und dann ist noch Tetra da und wieder Harry Hopmänner. Und Pyroma mit ganz viel Limousgarden und Bossbillins ist mein Feind. Und hier gibt es sogar einen sogenannten Feenjäger. Der wird aber versuchen, relativ schnell zu fliehen und wenn das passiert, kann ich die Fee der Finsternis von ihm nicht mehr bekommen. Aber ihr seht ja, wo der Typ ist und ich bin da links oben in der Ecke, wo der grüne Dreieckspfeil ist. Bisschen fies. So, dann hat das Ostheiligtum der Göttin eine Schatztruhe und die Westruine. Und ja, so sieht's halt aus. Na dann werden wir mal sehen, ob das wirklich so uneinnehmbar ist. Vielleicht wegen den Elementarbarrieren. Mal sehen. Und Schlacht beginnen bitte. En garde. So, neue Mission, erobere alle Festungen mit Barriere. Die Feen werden von den Truppen von Pyroma gejagt. Ist ja fies. Wie können sie es wagen? So, besiege den Feenjäger, um eine Fee zu retten. Das gab es früher auch schon mal auf der Wii U. Ich frage mich, ob mein Kraft mit dem meines involviert ist. Zack! So, Westerlücken der Göttin wird mal schnell erobert. Ja, Teile Truppen von Pyroma rücken gegen Tetra. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ich brauche ja 1200 K.O.s. So, Westerlichtum haben wir schon mal erobert. Hier gibt es ja keine Skulptur dieses Mal. Jetzt wäre mir das angezeigt worden. So. Ja, wir haben eine Festung eingenommen. Proxy freut sich wieder voll. Geht immer wie ein Schnitzel. So, Schlitz! Und Schlitz. Ich habe jetzt wenigstens für Link auch schon Pharaohs Donnersturm 3 als Medaille schmieden können. Also Festungen werden sehr viel schneller eingenommen. Deswegen brauche ich dafür zum Glück auch nicht so lange. So, ich könnte zum Beispiel schon mal einen Marschbefehl geben für Volga oder Darunia. Naja, Darunia ist jetzt dort. Sagen wir doch lieber Volga. Zu dem... Wo ist er denn überhaupt? Wieso hat der Feenjäger? Kann er gar nicht mehr kriegen. Na dann einfach dorthin. So, wird schon irgendwie gehen. Dass sich vielleicht Volga gleich mal den Typen schnappt. So, Westfestung, was wollt ihr denn hier? Achtung! Einmal so und schon ist mehr als die Hälfte von der Leiste weg. Das ist schon ziemlich geil. So, zack. Zack. So, Feenmagie könnte ich ja auch wieder benutzen. So, ja, hier, der Feenjäger bereitet die Flucht vor. Dieser fiese Sack. Und Westfestung ist erobert. Mann, Mensch, Volga, was machst du denn? Da mache ich es eben selbst. Bist du wieder für alles zu doof? Du bist einfach zu langsam. Ich bin schneller, Volga, ich bin schneller, aber cool, dass du hier jetzt
Das Kostüm trägt doch da vorne ist, oder weniger. Mächtige Truppenmunition, jetzt schneide ihren Nachschub ab. Einen Moment. Erstmal, weil der Phoenix ist einfach nur so ein Typ. Tot, so. Das ist deine Federfinsternis gerade. Flupp, und da ist sie. Und schlägt. Mensch, Wolga, dann mach was anderes. Marschbefehl. Kriegst einen neuen Marschbefehl. Geh einfach hier in das Ostheiligtum der Göttin. Und Darunia, der soll sich hier um eine Nimbusgarde kümmern. Einfach mal so. Passt schon. Schlitz. So, Bossblin besiegt. Ich brauche meine 1200 KOs. Sonst wird das nichts mit dem Aran. Das ärgert mich dann immer am allermeisten, weil ich zu wenig KOs habe. Weil von der Zeit ist es sich bisher eigentlich immer schön ausgegangen. Und auch vom erlittenen Schaden war es nicht so schlimm. So, jetzt ist sie über den Harrowman betreten. Alter Schwede, was macht der denn da? Warum glüht denn der so? Ja, sieht irgendwas zurück. Und tschüss, Mann. So. Down ist er. Einer des Bossmodells zerschlagen, denn ihm wurde voll in die Fresse geschlagen und schlägt euch natürlich auch. Ey, du hast was im Gesicht, es war Schmerz. Blöd nur, dass ich jetzt im Moment natürlich noch nicht in das feindliche Hauptquartier reinkomme, aber ist irgendwie logisch, dass das noch nicht geht. So, da werde ich hier gleich mal, ne, zack. Also wie gesagt, Federfinsternis nicht mit dem eigentlichen Feengefährten verwechseln. Das ist nicht genau das gleiche. So, und jetzt Achtung. Ding Dong. So, Westruine hier, die Finsternisperiode zerstört und schlitz. Und fahrt. Ich finde das Geld mit dem Masterschwert einfach so viel besser als mit dem Zauberstab. Er hat eh nicht so viel Wumms dahinter wie das Schwert. Und vor allem ist das sowieso die Waffe mit der allerhöchsten Angriffskraft. Das ist, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Pluswaffe oder sowas hätte. Trotzdem muss ich gucken, dass ich so viele kleine von den Typen erledige. So, was haben wir denn hier? Noch einer der Feniger wurde vor allem gesichtet. So, besiegt den Feniger, um eine Fee zu retten. Ja, kann ich ganz gerne machen. So, der Magiespezialist wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Der Magiespezialist will eine Barriere erschaffen. Nein, das wird er nicht. So, besiegt den Magiespezialist und Bart. So, ist man gleich mit Stoßtruppenhauptmann gekillt, weil der braucht hier nicht vorstoßen. Ihr wird sogar höchstens den Kopf stoßen. So, was machst du denn da? Zack. Also beide hier. So, sind wir Magiespezialist bereit, der Erschaffung einer Barriere vor. Nein, lass das gefälligst. So, hier, mit der Barriere richtet, fällt es vielleicht halt nur Göttin, aber das habe ich gerade verhindert. So, Magiespezialist wird besiegt. Wir können halt neue Elementarbarrieren erschaffen. Und dann wird man ja nie fertig mit der Mission, die man ja machen muss. So, ah, ich habe gerade die Nahrung gefunden. Ist gerade da gestanden, Nahrung erhalten. Sehr gut. Nahrung ist nämlich immer in solchen braunen Krügen drin, genauso wie der Feengefährte aber auch. Und das Blöde ist, das kann man davor nicht wissen. Man kann nicht wissen, wo das ist. So, Befestigungen auf den schlafenden Gesichter, das sind zwei. Befestigungen auf feindliche Festungen, um sie zu verstärken. Ist klar, du Arsch. Wie siege die Befestiger? Was denn noch alles? Beginnt doch schon mit einer Verstärkung von solchen Festungen. So, da ist der Feeniger. Batz und tot. So, Fee bekommen. Ah, da ist der Befestiger. So, hier ist noch eine Finsternis wie an sich eingesperrt. So, Quelle der Göttin. Oh, eine schöne Uhr, ne? Achtung. So, was? Und was? Ah, seht ihr, da ist er schon. Das sieht aus wie eine Feuerfee. Na, Feengefährte erhalten. Du hast einen Feengefährten gefunden. So sieht das halt aus, als ob du das endlich mal gesehen, wie das aussieht. Aber man muss den halt wirklich finden, diesen Feengefährten, in so einem braunen Krug. So. Alter, hier sind aber ganz schön viele von euch kleinen Stinkern. Weg mit euch! Ja, gut gemacht, Link. Ja, du machst im Moment irgendwie gar nichts darum hier. Schon mal aufgefallen? Das ist mir das Gefühl, wenn du solche Begleiter hast und du denen kein Marschbefehl gibst, sind die irgendwie hirntot. Die machen ja überhaupt nichts. So, Befestigung steckt eine feierliche Festung. Warum das denn? So, jetzt reicht's hier. Riesenwirbelattacke! Okay, gut, Darunia macht er doch was. Der kämpft hier mit den ganzen Einheiten. Habe ich mir eigentlich auch gesagt, dass er das tun soll, nicht wahr? So, viele Finsternis befreit. Jetzt habe ich noch zwei, obwohl es nur mehr eine Elementarbarriere gibt, im Moment zumindest. Hier übernehme ich. Na, dann tu das, Darunia, tu das. So, warte, warte, warte. Vor allem, wenn man voll Energie hat, kann man mit dem Masterschwert so geile Angriffe machen. Was man mit dem normalen Einhandschwert eigentlich auch nicht machen kann. So, hier, so viele kleine Stinker sind hier noch. So viele kleine... Ballblins. Zack, so, der hat das Bossblum wurde zerschlagen.
Der Typ wurde auch zerschlagen, diese Nimbusgarde. Was machen die denn hier oben? Weg von der Treppe, verdammt! Das ist meine Treppe, gehört mir! Wird alles mir, so. Darf nicht wahr sein. Dann habe ich hier noch so. Das muss ich auch noch. Jetzt habe ich 813 K.O.s, aber fehlt noch ein bisschen was, so. Finsternis wäre destroyed und Riesenwirbel Attack, so. Weil das ist vielleicht eher nur der normale... Ja, weil das ist nur der starke Angriff und trotzdem, der trifft einfach so schön viele Gegner auf einmal. Das finde ich ja so toll. Watz, watz, watz. So, ich verstehe nicht, warum mir das Feuerelement empfohlen sein soll. Ich habe doch Pyroma als Gegner, das ist doch nicht viel effektiver. Sehr viel effektiver sogar. So, Mission erfolgreich. Alle Fesseln mit Barriere wurden erobert. Neue Mission, besiegt den fetten Feldmarschall. Tor zur Feldkorbgedrung geöffnet, dann an, watz, watz, watz. So, der Befestiger hat eine feindliche Festung verstärkt. Der Befestiger hat sich zurückgezogen, Feigling. Hat er das Austeilen der Göttin, glaube ich, verstärkt, ne? Wenn es recht ist, werde ich das übernehmen. Wieso, Wolga, was willst du denn jetzt schon wieder machen, ne? Was hast du denn schon wieder vor? Meine Verstärkung ist eingetroffen, jetzt bin ich aber erleichtert. Spürt meine Macht! So, jetzt habe ich schon mal über 1000 Kurs. So, die Leibwächter wurden gesichtet und wollen Pyroma beschützen. Na, sieh mal einer an. Sowas gibt's auch, das ist aber, glaube ich, neu. Leibwächter kann ich mich erinnern, dass es sowas schon mal gab. Wenn die Leibwächter Pyroma erreichen, steigt ihre Moral. Das auch noch. Oh Mann, oh Mann. Leibwächter dürfen Pyroma nicht erreichen. Da gehen wir natürlich über Leichen, oder... Ich soll vielleicht auch aufhören zu reimen. So, Teil der Truppe von Pyroma rückt vor. Mal kurz gucken. Kommen wir von da. Ich brauche noch insgesamt noch ein bisschen über 100 K.O.s. Auf solche Leistungen war ich nicht vorbereitet. Ja, woher solltest du auch wissen, dass ich so awesome bin? Ja, aber das ist nicht rot, Link, aber ich glaube, das war ein Kompliment. Ich glaube kaum, dass Link rot wird, wenn ihm Wolga ein Kompliment macht. Es sei denn... Hört sowas gerne. Naja, dann macht das auch nicht. So, das so, da vorne ist er schon, Pyroma. Jetzt bin ich mal wieder so fies und werde hier die Finsternis-Thema genutzen. Um ihn gleich mal schön zu schwächen. Was, der Hund ist im Bedrängnis? Dann kommt er ins Gefängnis. So, ja, Achtung. Bam! Finstere Explosion. Ja, schlagen uns zurück. Ich schau mal überhaupt von der Zeit, dass eine gerade mal 8 Minuten rum ist. Ja, lächerlich. So. Vorsicht, die Leibwächter nähern sich Pyroma. Das tun die nicht. So, da vorne ist schon so einer. Was bist denn du für ein Leibwächter? Du bist doch nur ein Feuer-RLVs. Absolut lachhaft. Ja, genau so. Und let's. So, ich habe eigentlich hier schon über 1300 Kurs sogar schon. So, besiege die übrigen Leibwächter. Wo ist denn auch? Achso, der kommt ja erst. Der ist da noch relativ weit oben da bei der großen Treppe links. Der kommt erst runter. Braucht er der Ewigkeit hier so. Mit der Nimbusgarde, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Seht ihr, solche Energieblitze kann man nur verschießen, wenn man halt volle Energie hat. Volle Herzzahl. So, plupp. Und Schlitz. Und was? Haut doch einfach mal alle ab. So, ich sehe schon, da kommt er. Moment. Der zweite Leibwächter nähert sich von Norden. Aber der wird gerade in einer meiner Festungen aufgehalten. Solange die nämlich mir gehört, kann er da nicht so einfach durchrushen. Da vorne ist er schon. Und komm her! So viel zu den Leibwächtern. Leibwächter wurde besiegt, und zwar der zweite. Mehr gibt's ja, glaube ich, nicht. Waren ja nur die zwei, oder? Oder gibt's noch welche? Kein Moment. Schlachtfeld... Feindliche Truppen. Nö, es gibt nur noch mehr dort eine einzige Nimbusgarde und sonst gibt es nur noch mehr Pyromen, der hat schon nur mehr die Hälfte seiner Lebensenergie wegen der Finsternisbarriere. Also ich nenne das gerne auch Finsternisbarriere, es ist ja dieses schwarze Loch, diese Fähigkeit vom Finsternisfähigen gefährdet. Ich finde, das ist so praktisch, das hat mir auch im Legendenmodus bei einigen schwierigen Skulpturen sehr gute Dienste geleistet. Da konnte ich Gegner dann natürlich wesentlich schneller platt machen. Und da bin ich sehr froh darüber. So, komm, ich werde das jetzt beenden. Es gibt keine weiteren Leibwächter mehr, auch wenn das Spiel jetzt irgendwie keine Meldung dazu rausgehauen hat. Aber sei es drum. So, dann
Dieses Mal hat alles ja wunderbar geklappt. Ich bin sehr schnell fertig mit der Mission. Weil es sind noch nicht mal 10 Minuten rum. Und dann habe ich gerade mal einen Schaden von... Warte mal. Moment. Schaden von 116. Das ist ja absolut lächerlich. Und 1419 K.O. So, und Achtung. Wir sind über der Attacke und sagt Tschüss, Büroma. Hallo? Sagt Tschüss, Pyroma, auf nimmer Wiedersehen. Und das war's. Mission erfolgreich. Und wo ist meine Belohnung? Na gut, diese Sieg geht aufs Haus. Eine Belohnung, die kommt jeden Moment. Na, das ist doch mal ein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann. 1522 Feinde besiegt, der Kampfdauer von knapp über 10 Minuten bloß und der erlittene Schaden nur 116, also das ist lächerlich. Solange man unter 4000 bleibt, ist das halb so wild. Und da ist er, Waffe erhalten, roter Stab, ein Zauberstab, der Kontrolle über Feuer verleiht, sein Schaden verteilt sich über ein größeres Gebiet, wer es ideal für den Einsatz gegen mehrere Gegner macht. Und cool aussehen tut er natürlich auch. So, dann hier noch ein Kopierstab mit 2 Sternen für Zelda. Grimmige Kottheit ohne Sterne und große Ballon auch ohne Sterne, richtig schlecht. So, Bossmann scheint das Ganze alles mitnehmen. Und... Aha, neue Feen. Die heißt Lala. Ich habe doch aber schon Knisti. Möchtest du den Namen von Lala ändern? Nee. Will ich ja gar nicht. So, du kannst nur 4 Feengefährten besitzen. Bitte wähle eine Fee, von der du dich trennen möchtest. Na, gleich wieder von Lala. Weil ihr seht mal, hier habe ich Knisti, der habe ich schon auf Stufe 23. Ist interessant, die hat eine andere Frisur als Knisti, aber trotzdem. Nö, Lala hat Pech gehabt, vor allem, was soll ich mit 2 Feuerfeengefährten, das ist ja total Schwachsinn. Deswegen werde ich mich gleich wieder von dir trennen, Pech gehabt. Ich habe schon eine Feuerfee, ich brauche nicht 2. So, und dann in Gold eine erlesene Putt-Putt-Frucht, sehr schön. Und normales Universalfutter. Und du hast die Itemkarte Bergungsarm erhalten, jetzt habe ich 5 Stück davon. Ich habe 5 mal einen Kompass, den ich bisher nicht brauche. Ich habe wieder 2-mal den Taktstück des Windes, 5-mal den Heroenbogen, 5-mal den Bergensamm, 4 Putt-Putt-Früchte und 3 Dekoblätter. Und halt jetzt den Stufe 2 Zauberstab von Link. Okay, gut, gehen wir trotzdem ganz kurz zu den Feengefährten ins Menü. Denn ich möchte jetzt ganz gerne hier meine Knisti ein bisschen aufleveln. Die muss wenigstens mal für Stufe 25 reichen, damit sie endlich ihre Fähigkeit bekommt. Also ab ins Esszimmer. Universalfutter, haust die rein. Stufe 24 und jetzt die erlesene Putt-Putt-Frucht gibt nochmal 3 Levels dazu. Bitteschön! Jawohl, die Feenmagie von Knisti ist stärker geworden. Ich spüre, wie die Kraft mich durchströmt. Hä, wie sie jetzt am Grinsen ist, jetzt freut sie sich voll. So, und jetzt hat sie tatsächlich die Fähigkeit Explosion. Schwächt die Verteidigung von Feinden in der Barriere. Ich glaube, das ist sogar so, dass man der dann... Kann man den nicht irgendwie sogar dann doppelten Schaden machen oder ist das eine andere Fähigkeit? Na egal, auf jeden Fall, das ist quasi das Gegenstück zu Ether, wo die Verteidigung der eigenen Verbündeten steigt. Und hier ist halt die Verteidigung von den Feinden dann schwächer, dann kann man denen aber auch leichter Schaden zufügen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Okidoki. Ich habe jetzt aber noch gesehen, hier oben ist ja auch noch was zu holen. Seht mal hier, kann der liebe König Daphnos ein Herzteil bekommen bei einem Rang A-Sieg, dann schon wieder einen Bergungsarm und unter den Schätzen einen Herzcontainer und einmal Feenkleidung. Und nebenan gäbe es auch noch ein Kostüm für jemanden, aber ich würde ganz gerne jetzt erstmal mit König Daphnos, habe ich ja bisher nur im Legendenmodus mal ganz kurz gekämpft, deswegen machen wir jetzt einfach mal das hier. Stärke deine Truppen und besiege den Feind. Es ist aber auf niemanden begrenzt. Mal sehen, ob ich da alleine bin oder gucken wir mal. Ah ne, wir können hier wieder zu dritt sein, aber okay, so. König Daphnos, im Moment auf Stufe 45. Mit einem 7-Meilen-Segel, was 4 Sterne hat, Combo 5 plus, Sternbonus und Nahrung plus. Und, ja.
Wer weiß, ob jetzt da Tetra oder Toon Link vielleicht irgendwie dann schon unter meinen verbündeten Truppen sind, wenn die wieder doppelt sind, ist das irgendwie auch doof. Dann nehme ich natürlich wieder Link mit dem Master Schwert. Falls starke Feinde kommen, mache ich die damit einfach platt, weil Stufe 99 ist einfach Impa. Und wer könnte uns sonst noch begleiten? Wer weiß mit Impa, wenn die schon mal hier ist? Impa mit dem Großschwert, mit der Bickerungklinge. Und dann kann es auch schon losgehen. So, trotzdem finde ich jetzt Finsternis wie immer noch am besten hier. Mein klarer, hier könnte ich auch, habe ich zweimal Ether, stärkt eben die Verteidigung der Verbündeten in der Barriere und bei Knistis eben schwächt die Verteidigung von Feinden in der Barriere. Aber wenn ich die dann auf Stufe 50 habe, kriege ich das noch ein zweites Mal und dann ist das noch effektiver. Und deswegen, ich bleibe trotzdem lieber hier. Feinde innerhalb der Barriere leiden Schaden, das ist irgendwie noch besser. Und los! Okidoki, hier haben wir, okay, da gibt es wieder eine Fee des Feuers und im fälligen Obgut ist dann sogar eine Feuerbarriere. So, König darf uns Link und Impa und dann, da ist ja der Toon Link und, oh, zwei Boten und Linkle ist auch noch da. Gut, dass ich die jetzt alle nicht genommen habe, das ist irgendwie blöd. Schon wieder Pyroma. Ey, können die mal wen anderen nehmen außer Pyroma? Das wird langsam langweilig. Zweimal hintereinander Pyroma ist auch doof, das konnte ich ja nicht wissen. So, am Südplatz gibt es eine Schatzruhe. Und beim Tundelplatz ebenso. Na, wenigstens ist es ein anderes Schlachtfeld, dann ist es nicht ganz genau dasselbe, aber trotzdem. So, bin ich nur gespannt, warum hier steht, stärke deine Truppen und besiegte Feinde. Vielleicht, wenn ich die Boten eskortiere, dann kriegen wir ja selber Verstärkung. Also, es geht los. Das hier ist unser Revier und das wird es auch bleiben. So, die Truppen von Roma rücken Richtung Hockers hier vor. Die Boten wollen in deinen Festungen Verstärkung rufen. So, neue Mission, diskutiere die Boten zu ihrem Ziel. Ich frage mich, ob im Kampf mit dem oder eine Zeit von mir ist. Das wirst du schon noch sehen. So, der König geht ganz schön ab hier. Der ist eben der King. So, der Magus wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Und zwar genau da, wo Link gerade ist. So, der Magus hat nämlich Hühner gerufen. Was bildet der sich denn ein? So, die Hühner stehen unter dem Befehl des Magus, aber wenn er stirbt, und zwar jetzt, dann hat sich das erledigt. So, der Magus wurde besiegt, die Hühner helfen nun den Truppen voll Link, das ist auch ziemlich praktisch. Ja, ich bin dabei. Wo bist du denn dabei? Hier, halt lieber die Klappe, ich komme gleich zu dir und mach dich sowas von fertig. So, König darf nun seine Mittelfestung erobert und Link gleich den Südplatz. So, die Festung ist uns, aber wir dürfen nicht ruhen, genau. So, und ich habe gleich meine Schatztruhe, die ist aber auch für den King, also Marschbefehl. König Daphnos kommt gleich mal hierher zum Südplatz, während ich mit Link mal nach dort gehe. Wohl, warte mal, ein weiterer Marschbefehl für Impa. Du gehst jetzt mal hier zu unserem Boten und hilfst dem. Weil wenn die nämlich fliehen, dann habe ich verkackt, ja, dann ist vorbei, dann ist die ganze Mission schon verloren, also die ganze Schlacht ist dann verloren. Wenn man die Boten nicht richtig eskortiert. Also wenn die halt fliehen, oder? Dann kannst du alles nochmal machen hier. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, komm her. Zack. Warum sagt Pyrom immer, ich bin dabei? Wo denn? Es ist jetzt irgendwie keine Veranstaltung, kein Fest, wo du dabei sein kannst. Also vergiss es. Ist doch totaler Quatsch, was du hier schon wieder laberst. So, mächtiger Truppen wurden entsendet. Schneide den Nachschub ab. Ich schneide dem lieber den Kopf ab. Dann kannst du eh nicht mehr laufen. So. Rücken alle wieder Richtung Hocktifex. Doch nicht zu fassen. Lass mich doch mal in Ruhe. So, der König ist gleich in der Festung. Das könnte dann ja schon sein. Was hat er hier nochmal? Das könnte eventuell die Feenkleidung ja sein. Na genau. Das wird sie vielleicht auch sein. So, da raus aus meinem Hauptquartier, du oder Stinkstiefel. Weg mit dir. Du trägst zwar nicht mal Stiefel, aber du stinkst nach Gammelfleisch. Ekelhaft. So, und lass gefälligst Linkle in Ruhe, ihr ekligen Grobianes. So, König, wow. Daneben, ey, warum ist hier auf einmal ein Gipfel auf dem Südplatz, hä? So, jetzt ist er weg. So, kann ein alter Mann nicht mal in Ruhe eine Truhe aufmachen, ohne dass ihm hier irgendwie, dass er hier Ärger bekommt? Und es ist tatsächlich der Herzcontainer, super. Sehr schön, jetzt hat der König ein Herz mehr und das ist schon ziemlich fair. So, warte mal, wo bin ich? Ich bin ja hier, genau, ich bin hier. So. Alter, sag mal, was macht ihr denn da? Ihr seid doch alle scheiße, also verreckt! Lass mal einen Boten in Ruhe, verdammt nochmal! Der muss doch sein Ziel erreichen. Wollen wir nicht wahr sind hier. So, los, Bote, Bewegung, Bewegung!
Beweg deinen Arsch. Ruf dir vielleicht zur Stärkung. Was? Die Mittelfesten drohen zu fallen? Nein! Wieso? Das geht doch nicht. So, aber interessant, ich habe selber Stoßdruck-Mobmann und der Feind ja genauso. Obwohl, das wird jetzt eher ein Vorposten-Hauptmann. So. Okay, hier müssen wir... Schlitz? So, Mittelfesten steht kurz davor. Warum? Da ist doch gar keiner drin. Aber scheinbar doch. So, jetzt habe ich wenigstens mal eine Fee des Feuers gerettet. So, bitte noch einsammeln. So. Jetzt ist natürlich auch wieder blöd, kann ich hier wieder so rumlatschen. Okay, warte mal, Impa. Marschbefehl für Impa. Erobere du mal den Tunnelplatz, wenn du schon mal da bist. Und der König... Der König, der König, der König. Was macht der König? Boah, wo soll denn der hin? Der kann ja gerne die Kristallhöhle erobern. So, dass hier jeder was zu tun hat. Ich muss jetzt ganz schnell zurück zur Mittelfestung. Oh, die ist schon gefallen. Ihr seid doch alle scheiße. Mann, jetzt ist auch noch der Boot in Gefahr. Jetzt bewegt dein Arschling. Bewegung, schneller, schneller, schneller. Der Bote darf nicht fliehen. Ich muss ihn retten. Schneller. Alter, der läuft doch so langsam, habe ich das Gefühl. So, wo ist der Bote? Da ist der Bote. Der Bote ist jetzt hier. Mann, jetzt verreckt doch mal alles. So, Link hat wenigstens den Bote noch gerettet. Das wäre verdammt knapp gewesen. Also war auch verdammt knapp. Ja, danke für die Hilfe. Ausnahmsweise werde ich dafür die Rettung mal nichts berechnen. Und die Mittelfesten gehört wieder uns. So muss das aussehen. Ja, ich bin froh, dass wir rechtzeitig da waren. Ja, und ich erst. So, die Annette, das gibt doch wurde zu schlagen. So, Link hat die Mittelfesten wieder erobert. So, der Bote bewegt sich jetzt endlich mal. Der ist, glaube ich, gleich auch am Ziel. Dann irgendwie der andere Bote oben, der bewegt sich irgendwie nicht richtig. Der steckt irgendwie fest auf der Karte. Bewegt sich sein blauer Punkt nämlich irgendwie gar nicht. So, der Bote hat das Ziel erreicht und ruft zur Stärkung. Der Bote hat das Schlachtfeld verlassen. Naja, die brauchen wir dann nicht mehr. Wenn die mal eskortiert sind, sind sie weg. Truppen von den Kampf verstärken halten. Yeah! Also Mensch, Impa, was machst du denn schon wieder? Du kannst ja nicht mal einen Tunnelplatz erobern. Was soll denn das? Auf in den Kampf! Ja, hörst du, Link? Wir bekommen Unterstützung. So, hier ist es. Nochmal eine Schatztruhe. Das ist es aber wohl die Feenkleidung, ne? Weil die kann nämlich jeder öffnen. Genau, ein hübsches Geschenk mit Feenkleidung. Das war jetzt ein Spiegel, also ist das so gesehen dann fürs Gesicht. Ja, auf für den Kampf, ja hast du gerade gesagt. So hier, Vorposten hat man verrecke. 800 K.O.s. Warum? Alter, der Bote ist ja auch fast tot. Jetzt nicht mehr. Blöder, verdammter Stinker, du. Der Frost macht schwer mal. So, tot. Das war sein. Der hat gar nicht mal um Hilfe geschrien. Nur der andere. So, Link hat die Festung eingenommen. Schon längst, schon lange. So, Magiespezialist wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Und zwar direkt hier vorne. Er will in der Mittelfestung eine Barriere schaffen. Aber vergiss es. Heute nicht. Und auch sonst niemals. So, besiegt den Magiespezialisten. Ist gerade geschehen. Nicht der Rede wert. Magiespezialist wurde besiegt. Hier lasst gefälligst mein Boot in Ruhe, kapiert? So, der Erschaffung einer Barriere wurde verhindert. Der Boot hat das Ziel erreicht, Ruhe verstärken. Oh yeah! Endlich geschafft. Beide Booten haben es geschafft und das Schlachtfeld verlassen. Jetzt sind wir cool und Pyroma stinkt. So, Truppen von den Kampf Verstärkung erhalten. So, auf in den Kampf, mein King hier, König Stagnos, Kristallhöhle, wir werden mal mit erobern hier. Wum, 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 schön rumwirbeln, nicht so erfolgreich. So, wenn ich das mit den starken Angriff mache, sind es eine Angriff ein bisschen schneller. So, der Bote wurde beschützt. Neue Mission, besiegt den fälligen Feldmarschall. Ist ja schon mal aufgefallen, im Wort Feldmarschall steckt das Wort Arsch drin, das ist ja auch ein bisschen gemein. Er spürt meine Macht, ich spüre nur deinen fauligen Atem. Du hast mal einen Mentos oder sowas, hä? So, der ist schon wieder Leibwächter. Ach so. Was glauben die eigentlich, wer die sind?
So, wir werden Level ich der Probe. Ah ja, das hatten wir vorhin gerade jetzt in der vorigen Schlacht, ne? Und sagt Tschüss. So, Level ich da darf Roman nicht erreichen. Hat er auch gerade nicht. Der hat eher die Schwelle des Todes erreicht. Ist dabei sogar noch voll auf die Fresse gefallen. Das hat sich also auch erübrigt. So, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Also gerade mal 6,5 Minuten, ich habe noch nie Schaden erlitten so richtig. Also die Festung ist unser, wir dürfen nicht ruhen. Ja, eh nicht, weil ich hätte ganz gerne den A-Rang, weil sonst kriegt der König sein Herz nicht. Ist eigentlich auch komisch. Er kriegt ein Herzteil als Siegesprämie für den A-Rang, aber findet einen ganzen Herzcontainer in einer Truhe. Ich hätte das ehrlich gesagt umgedreht. Ich hätte das Herzteil in die Truhe getan und hätte den Herzcontainer als A-Rang-Prämie vergeben. Aber ja, sie haben es halt so gemacht. Ne? Das ist ja jetzt auch egal. So, hier unten, das ist nämlich noch eine Festung, die ich noch nicht erobert habe bisher. Und zwar der Ausgang. So, Achtung, kaboom! Und alle tot. Ausgang gehört mir. Ja, unglaublich toll, oder Link? In der Tat, das ist mal, was man das machen kann, wenn man erwachsen ist. Und nicht so aussieht wie du, ne? Ja, Link ist der Stärkste, stimmt doch, oder? Ja, da hat's recht. Stufe 99 ist der Stärkste, ist wahr. So, Ausgang erobert. Gut, der König konnte ein bisschen was machen, ist ja noch nicht so stark hier. Aber Link hat mal wieder den Vorteil mit dem Masterschild gegen Pyroma. Wie soll ich denn jetzt schon wieder 1200 K.O.s? Mensch, ich hab im Moment 1032 K.O.s. Und da fehlen doch einige auf die 1200. Mann. Das kann auch schon wieder daneben gehen, aber guten Herzen ist jetzt nicht so... Ich frage mich nur, auf welches Feld müsste ich wohl damit... Gut, Blödsinn. Auf der Windwicker-Karte gibt es hier eine Stufe 2 Waffen. Stufe 3 Waffen gibt es dann erst auf der Master-Quest-Karte. Da brauche ich jetzt noch gar nicht drüber nachdenken. So, ich brauche meine Fee des Feuers. So, der will sich warum einfach nicht rausrotzen. So, hier. Ja, weißt du, jetzt brauchst du seine demütigende Niederlage. Ja, damit dein Schatten-Kamehameha vergisse, du oder Faker. Und bam! Alter, warum hat überhaupt keine Chance. Absolut nicht. So, komm, ich will hier einen A-Rang haben, verdammt. Also bleib mir lieber fern, Pyroma. Bleib lieber weg von mir. Weil sonst besiege ich dich noch ein bisschen zu früh und das will ich nicht. Das ist echt blöd. So, noch knapp 100 K.O.s. Ob ich die hier drin noch machen kann? Gefährlichen Rocket, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Alter, jetzt hör doch mal auf hier. Wow. Ja, natürlich können die Fans auch ihren eigenen Magieangriff einsetzen. Das ist sogar kurz unverwundbar. Ist auch ganz schön gemein. Ich wurde begrapscht. Ist ja eklig. Ja, der begrapscht auch jeden, ne? Letztens auch Toon Link, ja, das ist eigentlich voll der pädophile Sack. Mann, ich brauche noch Chaos, verdammte Scheiße. Hier ist doch niemand mehr. Das ist schon wieder so blöd. Wenn man hier echt nicht aufpassend hier mehrere kleinere Einheiten besiegt, dann kommt man einfach nicht. Ich brauche noch über 50 K.O.s. Was soll denn das? Das geht sich doch schon wieder überhaupt nicht aus. Ah, seht ihr aber, hier kommen immer noch neue Einheiten nach, zum Glück. Solange ich Pyroma nicht besiege, kommen da noch welche nach. Das ist gut, das muss ich ausnutzen. So, komm, gleich habe ich's. Noch 6 K.O.s, bitte, noch 6 K.O.s. So, noch 4. Noch 2. Ah, geschafft, so... Geschafft und jetzt verrecke Pyroma, jetzt hab ich die Schnauze voll von dir. Auf Nimmerwiedersehen. Ich sagte auf Nimmerwiedersehen, warum muss ich bei dir immer ja alles zweimal sagen, bist du taub oder was? Du bist so erfolgreich. Gibt's ja nicht. Endlich geschafft und das ging sich noch mit dem Arang aus. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich auch. So, das war's, Leute. Und jetzt wäre es auch Zeit, den Part zu beenden. Jetzt habe ich tatsächlich mal zwei Abenteuerschlachten in einem Part untergebracht. Und das ist mehr als genug. Ich habe die Windaura als Feenkleidung bekommen. So, und noch Wundererbsen.
haben natürlich wieder einen Bergungsabend. Jetzt würde ich interessieren, das mit dem Kostüm, was wäre das eigentlich? Aha, eine Einzelschlacht. Besiege innerhalb des Zeitlimits 400 Feinde und es ist begrenzt auf Chic. Na ja, gut, das werde ich dann im nächsten Part als allererstes machen. Das geht ja relativ schnell und das benachbarte Feld ist übrigens das Feld, wo Darunia seine Stufe 2 Hammer bekommen kann. Das ist doch der Hammer, nicht wahr? Und noch ein Herzcontainer und Skulptur, das gibt's dort auch wieder. Noch ein Bergensamen, naja, hallo. Auch Darunia braucht mal einen stärkeren Hammer, ist doch ganz klar. Aber das dann im nächsten Part. Also erstmal das und dann geht's unten wieder ein bisschen weiter. Das wird schon irgendwie klappen. Also bis zum nächsten Mal bei Hyrule Warriors Legend. Tschüss!